Hallo und herzlich willkommen bei Floras Fruit Farm. Was weiß ich, was das für ein merkwürdiges Spiel ist. Der Prototype hat das wieder gesponsert, hat mich wieder überrascht, mir wieder ein 99-Cent-Spiel geschenkt. Vielen Dank erst einmal dafür. Floras Fruit Farm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was weiß ich denn, was das für ein komisches Spiel ist? Es gibt keine 16:9 Auflösung, habe ich eben schon gemerkt. Bisschen merkwürdig. Das Spiel ist von 2008 und von Eidos Interactive. Und die haben doch Tomb Raider gemacht, oder? Ich meine, wie können die denn so tief sinken? Ja, schön, wir werden jetzt einfach mal hier auf Spiele klicken und mal gucken, was da passiert. Aber diesen Cursor hier finde ich echt cool. Der erinnert mich so an den Cursor aus Lemmings und Lemmings 2. Die finde ich echt cool. Also, sowas mag ich. Finde ich gar nicht so doof. Okay, die Äpfel hier kann ich jetzt erstmal nicht ernten. Gucken wir mal, was das alles soll. Oh weh. Welch schöner Tag, mein neues Zuhause zu erforschen. Welch schöner... Ah ja. Wow. Warte mal, vielleicht gehört diese Frucht jemand anderem. Grummel. Hä? Oh Mann. Warum habe ich hier eigentlich eine kleine Schere? Verstehe ich nicht. Grummel, lass mich dir helfen. Danke, mein Fräulein. Für deine Hilfe schenke ich dir diese magischen Handschuhe. Sie haben die Macht, leckeres Obst ungehindert wachsen zu lassen. Cool. Was soll das? Okay, die magischen Handschuhe, die ich dir gab, sind das Geheimnis meines beeindruckenden Gartens. Mit ihnen kannst du ganz einfach fantastische Obstbäume wachsen lassen. Schau mir einfach zu. Okay. Fangen wir mit einem Apfelbaum an. Klicke auf den Trick wachsen lassen, um anzufangen. Wachsen lassen Trick. Okay. Wenn du sinkst, wächst dein Baum schneller. Halte deine Maus über den Teil des Baums, den du wachsen lassen möchtest, und deine Handschuhe wirken ihre Magie. Ne? Perfekt! Die Zahl oben links zeigt dir, wie viel Obst an dem Baum wächst und wie viel du entdeckt hast. Sag mal, wächst so ein Baum, dass der erstmal einen halben Meter Durchmesser bekommt und dann in die Höhe wächst? Wächst so ein Baum? Ich glaube nicht, oder? Die drei Wachstumsnoten stehen für deine Wachstumskraft. Du kannst einen Baum nur wachsen lassen, wenn du genügend Wachstumsnoten hast. Lass deinen Baum wachsen, um Obst zu finden. Ha! La! Was ist denn jetzt hier? Okay. Oh, jetzt geht's weiter. Ach so, ich muss auf die Enden gehen. Ah, ja, okay. Also einfach nur wildes Rumgequirl und irgendwie werden die dann schon wachsen. Hurra, du hast einen Apfel gefunden. Hey, Applaus. Siehst du, dass du nur noch zwei Wachstumsnoten hast? Wenn du ein Stück Obst gefunden hast, verbraucht das eine Wachstumsnote. Okay. Ich zeige dir, wie man den Apfel erntet. Na, ich denke mal festhalten und ziehen, ne? Zuerst muss der Baum aufhören zu wachsen. Klicke auf die Schaltfläche Wachstum stoppeln. Und jetzt wird der Apfel abgeschnitten. Klicke auf den Trick Obst abschneiden. Obst abschneiden ist ein Trick? Jetzt klickst du auf das Obststück, das du abschneiden möchtest. Also klickst du auf den Apfel. Bäm! Hurra! Ja, das war wirklich ein Trick, wenn sie nur drunter steht und die Hand aufhält. Das ist wie diese Typen, diese übertriebenen Veganer. Also nicht nur Vegetarier, die also nur Obst essen und kein Fleisch, sondern auch noch Veganer, die keine Tierprodukte essen, also keine Milch und keine Eier. Und dann gibt es ja noch die Typen, ich weiß nicht, wie die heißen, die stehen unter einem Baum und warten, bis das Obst runterfällt, bis die Natur es ihnen gibt. Das heißt, die werden also nie eine Karotte essen oder sowas, die gräbt sich ja nicht selber aus. Ich weiß nicht, wie das heißt und ob das nur ein Mythos ist, ob das Spinner sind, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, so eine Leute gibt's doch, ne? Die wollen einen Apfel essen, stellen sich unter den Baum und hoffen, dass er runterfällt, damit sie ihn essen können. Nur das, was die Natur ihnen gibt. Und wenn die Natur ihnen nichts gibt, na, dann sterben sie halt, weil die Natur das so wollte. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Das war's, der Apfel ist in deinem Korb gelandet. Warum lassen wir deinen Baum nicht noch weiter wachsen, um mehr Äpfel zu finden? Wähle den Trick wachsen lassen. Hurra, machen wir doch. Jawohl. Also ein bisschen Befriedigung hat sowas ja schon. Einfach mal ganz locker, so locker flockig und gar nicht so mit Stress, weißt du? Es ist schon ein bisschen beruhigend. Gut gemacht, du hast beide Äpfel gefunden. Wenn du alle deine Wachstumsnoten verwendest, wird das Wachstum des Baums automatisch gestoppt. Okay, wähle den Trick Obst abschneiden und klicke auf beide Äpfel, um sie abzuschneiden. Okay. Ach, guck mal, die Blätter interagieren, glaube ich, sogar mit dem Cursor, ne? Ja, die fangen an zu wedeln, wenn ich durchgehe. Okay, das ist ganz nett. Schau, es ist noch ein Apfel gewachsen. Neues Obst wächst immer am selben Platz, wenn ein Obststück abgeschnitten wurde. Schneide auch den neuen Apfel ab.
Da kann man bestimmt irgendwelche Makros herstellen, oder? Dass der immer auf der gleichen Stelle klickt, automatisch. Ah, sehr schön. Oh, ich vergaß, dass dein Korb nur 3 Obststücke gleichzeitig tragen kann. Wenn du mehr als 3 abschneidest, rollen sie langsam auf das Gras. Und ist das schlecht? Verderben die denn? Wenn in deinem Korb wieder Platz ist, kannst du sie aufsammeln. Klicke auf den Stand, um deinen Korb zu leeren. Bam! Was für ein Korb, wo nur 3 Äpfel reinpassen, wie die damit schmeißt? Super, jetzt kannst du den anderen Apfel aufsammeln. Einfach draufklicken, um ihn in deinen Korb zu legen. Sag mal, für wie alte Kinder ist das eigentlich... Für wie alte Kinder ist das gemacht? Was für eine Formulierung. Für welche Altersgruppe ist denn das gemacht? Du bist ein Naturtalent. Ich glaube, ich kann dir noch ein Geheimnis verraten. Siehst du, wie groß das Obst in meinem Garten ist? Der Grund ist Vergrößerungsstaub. Ja. Atomobst. Der wird aus besonderem roten Feenstaub hergestellt. Ich gebe dir etwas. Ein roter Feenstaub wird verbraucht, wenn du den Trick Vergrößerung einsetzt. Was ist denn das für ein Satz? Ich gebe dir etwas. Ein roter Feenstaub wird verbraucht. Ich gebe dir etwas. Ein roter... Achso, da ist ein Punkt. Ich dachte, das ist ein Komma. Ach, na gut, egal. Du siehst, wie viel Staub du noch hast, indem du dir die Zahl beim Trick Vergrößerung über oder den Staubpegel in der Flasche mit rotem Feenstaub ansiehst. 30, na Donnerwetter. Versuch mal, ob du Obst vergrößern kannst. Klick auf den Trick vergrößern. Klick auf das Obststück, um es zu vergrößern. Achso, die müssen hier liegen. Okay. Ja, mach ich doch. Bam. Na, mach ich doch. So, klicke auf das Obststück, um es zu vergrößern. Tu ich doch, aber passiert nichts. Hallo? Achso, muss ich machen, wenn er wächst. Na schön. Oh, guck mal, mit Liebe. Mit Liebe wächst der Baum, wächst der Apfel größer. Das ist natürlich schön. Das ist wie bei SpongeBob und seinen Krabbenburger, ne? Da muss doch etwas Liebe drauf, ansonsten schmeckt der Burger nicht. Kannst du es abschneiden und auf meinen Stand legen? Wähle den Trick Obst abschneiden und schneide es ab. Yeah, wir schneiden jetzt diesen Apfel ab. Yeah. Und jetzt klicke auf den Stand. Ja gut. Und jetzt auf den Stand klicken. Ja, mache ich doch. Ja. Warum muss ich denn jetzt dreimal draufklicken, verdammt? Guck mal, wie fett, wie groß. Perfekt, wenn du möchtest, kannst du Aufgaben sammeln, wenn du also auf... Was? Perfekt, wenn du möchtest, kannst du Aufgaben sammeln, wenn du also auf mehr als ein Obststück klickst, vergrößerst du sie alle nacheinander. Versuch das mal. Hä? Jetzt können wir auf alle 3 Äpfel klicken. Bam, bam, bam. Und auf geht's. Versuche mal, den Trick Obst abschneiden zu sammeln. Was? Versuche auch mal, den Trick Obst abschneiden zu sammeln. Ach so. So, klick auf alle 3 Objekte. Okay. Genial, jetzt sammle die Standaufgabe. Was? Du kannst auf den Stand klicken, wenn Obst in deinem Korb ist, bevor du zu dieser Aufgabe kommst. Okay. Ach so, und jetzt macht ihr das alles nacheinander. Ist ja sogar so eine Art Makro, wie ich vorhin gesagt habe. Ah ja. Ja, aber da durften jetzt eigentlich nur noch 2 Äpfel reinpassen, wa? Und wie groß? Wie groß wie ihr Kopf? Das ist ja ein Melonenapfel. Donnerwetter. Die sind genau richtig. Du hättest als Obstverkäufer eine große Zukunft vor dir. Ich helfe dir erst einmal. Folge mir. Obstverkäufer. Welches Kind will denn Obstverkäufer werden? Ist das ein Traumberuf? Diese Handschuhe sind toll. Kann ich irgendwo Bäume pflanzen? Na klar, ich werde dir die Gegend zeigen. Ich habe keine Energie mehr, genügend Obst anzubauen und die Einwohner hier zu versorgen, geschweige denn wie einst die Touristen anzulocken. Hey, warum gehst du? Nun, wo alle anderen fort sind, ist es hier ziemlich öde. Warte, ich wette, ich kann das Leben mit meinen magischen Handschuhen ins Mandarinental zurückholen. Wenn du das tust, kehren vielleicht alle wieder zurück. Naja gut, ich hab's jetzt sehr schlecht vorgelesen, ist mir auch klar. Aber gut, und jetzt? Wow, von hier kann man das ganze Mandarinental sehen. Ist das deine Hütte, Flora? Klicke darauf und wir können loslegen. Ja, gut. Was für ein tolles Grundstück! Du hast anscheinend genug Geld in deinem Sparschwein, um auch eine erfolgreiche Obstplantage zu starten. Das sollte sich schnell herumsprechen. Die Stelle dort vorne sieht aus, als könnte man dort gut den ersten Baum pflanzen. Klicke auf die Stelle, um dort einen Baum wachsen zu lassen. Jiha! Spiele Floras Landhaus 1. Da? Hier? Ah ja. Ein herrlicher Morgen. Deine Obstplantage ist bis 5 geöffnet. Ich frage mich, wie viele Kunden du bis dahin bedienen kannst.
Lass erst einmal deinen Baum wachsen, wie du es in meinem Garten getan hast, um etwas Obst zu finden. Du beginnst jeden Tag mit 3 Wachstumsnoten. Wenn du keine mehr hast, füllst du sie auf, indem du Kunden bedienst. Bediene 3 Kunden, um eine Wachstumsnote zu erhalten. Okay, das klappt aber nur, wenn jeder Kunde nur ein einziges Obststück haben will, nicht wahr? Wenn du alles Obst wachsen lässt, das dein Baum tragen kann, musst du ihn nicht weiter wachsen lassen. Klar. Es kommen keine Kunden, bis du Obst zum Verkauf hast. Also lass erstmal deinen Baum wachsen, wenn du möchtest. Du brauchst dich nicht zu beeilen. Siehst du? Gleich wieder gesagt, okay, du brauchst dich nicht zu beeilen. Alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Guck mal, so wächst doch kein Baum, wie das aussieht. Wie aufregend. Dein erster Kunde ist dran gekommen. Stoppe das Wachstum deines Baumes, damit du den Obst... damit du da Obst ernten und ihn bedienen kannst. Jawohl. Wachstum stoppen. Halt! Guck mal, der hat sogar Gesundheit. Können wir den hauen? Okay. Kunden zahlen mehr für Obst, wenn du es vergrößerst, bevor du es abschneidest. Du kannst zum Beispiel einen Apfel dort vergrößern, bevor du ihn abschneidest. Machen wir. Bam. Ding. Können wir den zweimal vergrößern? Nee, können wir nicht. Na gut. Und abschneiden. Hurra, klick auf den Stand, um deinen Korb zu leeren. Hält er irgendwann die Klappe? Na, wahrscheinlich schon. Einführung überspringen, ja. Super, jetzt klicke auf das Obst und ziehe es zum Kunden, um ihn zu bedienen. Bam, friss das. $12. Und nochmal $10, weil er so glücklich ist. Donnerwetter, $22 für einen Apfel. Okay, er ist so groß wie sein Kopf, aber trotzdem. Juhu, du verdienst Geld und anscheinend kommen noch mehr Kunden. Lass sie nicht zu lange warten oder sie werden wütend und gehen. Je schneller du Kunden bedienst, desto glücklicher sind sie und desto größer ist das Trinkgeld. Ich komme wieder, wenn du schließt. Viel Spaß. Ah ja, okay, dann werden wir doch jetzt mal noch mehr wachsen lassen. Bam, 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 okay. Und jetzt werden wir hier vergrößern. Bam, bam, bam. Und dann schneiden wir ab. Bam, bam, bam. Okay, wird durchnummeriert, da mache ich also eigentlich nichts falsch. So, also Herzen sind also Glücklichkeit. Wieso machen sie denn keine Smileys oder Sterne oder sowas? Ist ein bisschen komisch. Na gut, was soll's. Schwupp. Die wollen alle nur einen Apfel? Hurra, hurra, wie sich freuen. $12 und nochmal $10, weil sie so glücklich sind. Ist das nicht toll? Hurra. Wachsen lassen Trick. Guck mal, du kriegst auch noch einen Apfel. Bam, glücklich. Keine Wachstumsnoten mehr. Na, das ist aber tragisch. Bam, bam. Ist schon ein bisschen, so ein bisschen beruhigend, wie ich ja schon gesagt habe, ne? Ist schon, es ist gar nicht so doof, Mann, was soll ich denn sagen? Verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Ach ja, jetzt fällt einer runter. Das wäre jetzt natürlich, nicht so günstig. Hol mal den und ich mach das hier. So, bam, bam, bam. Ja, du kriegst später, du musst jetzt noch warten. Ach ja, natürlich, können wir jetzt gleich hin. Artet ja jetzt schon ein bisschen den Stress aus. Gar nicht mehr so entspannt. Aber ich find's gar nicht so doof. Tut mir leid, ich find's gar nicht so doof. Ach Mann, ich bin ein schlechter Mensch. Ich finde das Spiel nicht so doof, wie man jetzt meinen würde. Also es ist besser als dieser komische Reiterhof mit Einhörnern und so einem Käse. Das auf jeden Fall. So. Also ich verstehe das Spiel wenigstens, ne? Das ist ja nicht so, dass ich jetzt hier wie in dem Reiterhof irgendwie dastehe und nicht so wirklich weiß, was die von mir wollen. Oder dass da jetzt steht, sie erntet das Obst und bedient die Kunden, ohne dass man es optisch sieht. Das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig. So, okay. Ach ja, 3.50 Uhr. Okay. Gib mir mal Wachstumsnoten, damit noch mehr wächst. So, bam. Sehr schön. Flop, 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 flop. Meine Fresse. Donnerwetter. Okay, und dann kannst du hier abladen. Gut. Coole Sache. Also dieser Marker funktioniert relativ gut, aber die, ja, ich habe jetzt geschlossen. Na, was wollt ihr tun? Na, das war jetzt natürlich wieder ungünstig. Hätte ich nicht machen dürfen, aber gut. Geschlossen und trotzdem werden sie noch bedient. Was für ein Service. Alles für die Kundschaft. So, bam, bam, einsammeln und dann war's das auch für heute. Mann, wie viel Geld? Ziel 150, verdient 330. Guck dir mal nach, du hast Geld verdient. Alles Geld, was du verdienst, kommt in dein Sparschwein. Und wenn ich's ausgeben will... Hä, was ist, wenn ich mir was kaufen will? Wieso befiehlt mir einfach irgend so ein Typ von der Straße, es kommt in dein Sparschwein? Das kommt in dein Sparschwein und wehe, du legst es woanders hin. Nein. Der Fortschrittsbericht zeigt dir, wie gut es deinem Obstimperium geht und wie viel Gewinn du machst. Schau ruhig nach, wenn du fertig bist. Klicke auf die Schaltfläche weiter. Heute verdient 330. Feenstoppkosten 0. Könnt ihr mal sehen. Gewinn 330, neue Gesamtsumme 630. Bediente Kunden 15, verlorene Kunden 0, Kundenzufriedenheit 4. Gut gemacht, du hast dein Tagesziel erreicht. Ziel einmal von einmal erreicht. Wie jetzt? Grafiken anzeigen. Hurra!
Einnahmen aus den Früchten. Gewinn. Steht hier gar nicht, hä? Ja, das ist ja eine ganz tolle Grafik. Was für eine Grafik. Tipp des Tages. Vergiss nicht, dass du Aufgaben stapeln kannst. Stapeln ist eine gute Methode, die Produktivität zu maximieren. Ja, okay. Ich denke mal, das reicht jetzt mit Floras Fruit Farm. Tja, danke Prototype. So doof war das gar nicht. Naja gut, vielen Dank dafür. Ein 99 Cent Spiel kostet, glaube ich, normalerweise 2,99. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ja im Steam Summer Sale nochmal abgreifen für 1 Euro. Ist jetzt gar nicht so doof. Ich hätte jetzt 20, 15 Minuten relativ viel Spaß, erstaunlicherweise. Es war gar nicht so doof. Tja, ist ganz niedlich gemacht. Ich kann nicht mal sagen, ich spreche keine Empfehlung aus. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so doof, aber wahrscheinlich wird es auf Dauer recht schnell langweilig. Ich habe jetzt auch genug davon. Tja gut, das war es jedenfalls von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und bis dann.